Ja, ich habe Politik immer meine Probleme gehabt. LKW-Fahrer macht Spaß. Da war man früher noch selbstständig. Da gab es kein Telefon. Wenn du eine Panne hattest, dann musstest du eben gucken, dass es fertig wurde. Da konntest du viel Geld verdienen früher. Ne? Geh was nicht zu Hause, aber da war eben das Abenteuer. Ne? Ja, aber nach Hause kommen ist immer schön. Ne? Wenn man eine lange Zeit weg ist, dann fängt man dann an zu schätzen. Wenn du hier mit dem Auto oder mit dem Fahrrad nach der Eifel fährst, dann hast du schon was gesehen. Ne? Also das ist schon was wert. Ich bin nie für Politik so interessiert. Ein Politiker kann ja niemals was sagen, was er will. Der muss ja immer was sagen, um Stimmen zu bekommen. Eine ganz andere Welt, Politiker und der Wähler. Eines Tages, Anfang voriges Jahr, haben wir die Papiere von einem Bürgerdialog, da ich ausgelost worden bin. Zuerst ja, auf der Seite gelegt. Ja, und danach, ja, jeden Mal gucken, was da los ist. Hat sich gelohnt, ja. Also, besonders, weil das vom einfachen Arbeiter bis zum Studierten geht. Also, wenn ich sehe, was die für Arbeit leisten, dass da doch sehr viele Menschen sich sehr engagiert sind. Und die können einmal sagen, was sie wollen. Kommt vom Volk, kommt von jedermann. Man kann auch sagen, gebe mich nichts an, sehen wir, wie es weitergeht. Aber das geht auch nicht. Muss schon ein bisschen selber was bringen.